Und in diesem Sinne, herzlich willkommen zu einer neuen Synchro auf dem Kanal Akantokrille. Wie ihr meine Stimme hört, ich bin nicht Dave, ich bin heute wieder Drago. Und ja, mit euch spiele ich heute mal wieder Monster Hunter Tri-G. Und ja, ich habe ja beim letzten Mal gesagt, dass ich mit allen neuen Monstern, die das erste Mal in der dritten Generation auftreten, durch bin, die im Dorf vorkommen. Und da muss ich mich jetzt entschuldigen, weil ich hatte natürlich Unrecht. Denn es gibt noch ein Monster, das ich noch erledigen muss, beziehungsweise euch zeigen muss im Dorf. Und das ist Plesiot. Ja, Plesiot ist wieder zurück aus der zweiten Generation, beziehungsweise auch aus der ersten Generation. Und es wird mein erster Unterwasserkampf sein, den ich euch präsentiere in Form eines Videos. Und ja, heute etwas unprofessioneller. Nicht unprofessionell, sondern das Problem ist, dass ich das hier jetzt in 15 Minuten töten muss und so, weil es sonst ein Problem gibt. Und zwar hat mein Bruder nämlich die 16 GB Card gerippt. Das heißt, ich habe nur eine 8 GB Card zur Verfügung. Und da die Cam das alles unkomprimiert aufnimmt, ja, brauche ich eine Menge Speicherplatz. Und deswegen hoffe ich mal, dass ich es in 15 Minuten packe. Wenn nicht, muss ich zwischendrin mal aussetzen und neu machen. Also beziehungsweise Pause machen und dann wieder aufnehmen. Aber das sollte nicht stören. Zum ersten, ich benutze immer noch die Full-Rathalos-Rüstung von die Azurne, also von Azur-Rathalos, in Verbindung mit dem Langschwert von Agnaktor, das relativ gut ist, also diese Kombi ist relativ gut. Und ja, damit auch nicht diesen komischen Plesiot. Plesiot finde ich, ja, relativ okay. Also es geht eigentlich, das Monster. Bevor ich jetzt aber über das Spiel anfange zu reden und mein heutiges Topic behandle, möchte ich erstmal drüber reden, ja, warum in letzter Zeit keine Videos kamen. Ich habe ja eigentlich versprochen, dass wieder Videos kamen. Bloß, es gab einen relativ beschissenen Zwischenfall im Real Life, also ziemlich viel Real Life in letzter Zeit gehabt, negativ. Und zwar, hatte ich am Sonntag einen Zwischenfall, und zwar letzte Woche Sonntag, um genau zu sein. Und zwar musste ich da notoperativ ins Krankenhaus, also ich war im Krankenhaus, musste notoperiert werden. Und war die ganze Woche im Krankenhaus stationär gelegen. Ziemlich unawesome, muss ich sagen. Und natürlich habe ich ein bisschen Monster Hunter Tri-G gespielt. Das Problem ist, dass ich erst am dritten oder vierten Tag mein 3DS bekommen habe. Also von meinem Bruder, der mir gebracht hat. Weswegen ich nicht so viel zocken konnte und weswegen ich auch nicht so viel spielen konnte. Dennoch kann ich ankündigen, dass das eine meiner letzten Dorfquests sein wird, da ich endlich alle Dorfquests bis auf die letzten zwei erledigt habe. Das heißt, ich werde beim nächsten Video, diesmal kann ich es wieder sagen, definitiv in der Stadt sein. Also, da werde ich dann auch die Stadt zeigen beim nächsten Video. Also seid einfach gespannt, wie es beim nächsten Video dann aussieht. So viel dazu. Also mir geht es mittlerweile wieder relativ gut. Ich hatte eine Operation an den Mandeln. Weswegen ich auch keine Videos machen konnte, als ich wieder zu Hause war. Weil meine Stimme sowas von abgefuckt war. Und, allgemein, ich übelst fertig war von Schmerzmitteln und so ein Scheiß. Und ja, jetzt bin ich wieder da. Und ich möchte nicht nur über mich reden und deswegen fangen wir heute mit dem Topic an. Das Topic ist nämlich, wie beim letzten Mal schon angekündigt, nochmal über die Monster in der Szene. Und diesmal möchte ich auch die positiven Seiten, also die für mich positiven Seiten, ausleuchten, weil ich habe ja letztes Mal nur über Speedkills und eher negative Seiten berichtet. Und ihr seht, er macht sehr viel Tail Whips und so. Also diesmal über positiven Seiten und was mir gefällt an der Monster Hunter Community. Und bevor ich jetzt da einsteige, möchte ich erstmal sagen, die Monster Hunter Community ist meine erste wirkliche Community, die ich jemals aktiv begleitet habe, und bei der bin ich gleich hängen geblieben. Und das hat gewisse Vorteile, sag ich schon, das hat gewisse Gründe. Und zwar, damals, als ich angefangen habe in der Monster Hunter Community, war sie relativ klein. Das heißt, wir waren beschränkt auf 150 Leute in Schüler-VZ. Ja, Schüler-VZ, das gab's damals. Und da habe ich mich halt so ein bisschen hochgearbeitet, habe ich ja schon mal in einem anderen Video gesagt. Und die Leute damals waren manche Idioten dabei, das ist aber in jeder Community so. Aber die meisten Leute waren einfach nett. Das heißt, Monster Hunter ist ja ein Team-Game. Und eigentlich. Und deswegen ist es auch so,
geil, dass ich jetzt gerade getroffen wurde. Nein, deswegen ist es auch so geil, dass die meisten Leute eben auch, ja, genauso wie sie im Spiel sich im Team verhalten, so verhalten sich viele Leute eben auch, wenn sie schreiben zum Beispiel. Weil die Monster in der Community besteht ja meistens aus Fragen und Antworten. Also es war damals bei SchülerVZ so, ist mittlerweile beim Monster Hunter Forum genauso. Also da geht es nicht um... Da geht es halt um Informationsaustausch eigentlich. Das ist eigentlich bei jeder anderen Community auch so, doch meiner Meinung nach in der Monster Hunter Community besonders. Also da gibt es keine Leute, die dann irgendwie ihre Taktiken nicht verraten oder sonst was. Also habe ich bis jetzt zumindest noch nicht erlebt. Beziehungsweise die meisten können es ja eh sehen, wie sie die Monster erlegen, das heißt in Videos etc. Und ja, also ich finde das... sehr schön bei der Monster Hunter Community, weil es eben Teamgame ist und dadurch ist es eben auch eine sehr teambasierte Community. Und das habe ich bis jetzt auch nur so erlebt, bis auf manche Ausreißer, über die ich das letzte Mal schon geredet habe und die einfach bei jeder Community vorkommen. Ja, auch ich rede jetzt hauptsächlich von Monster Hunter Forum, weil es eben die Community ist, also die Base ist, wo ich eben am meisten mit der Monster Hunter Community zu tun habe. Und zwar bin ich ja da mittlerweile Moderator. Und ich muss sagen, auch die Neulinge zum Beispiel, also es gibt immer Leute, die immer Neulinge begrüßen. Das heißt, es gibt ein Forum, also einen Unterbereich, wo man sich vorstellen kann. Und wirklich jeder Neuling wird von mindestens 10 oder 20 oder 30 Leuten begrüßt. Und finde ich auf jeden Fall sehr gut. Es gibt auch sehr, sehr hilfsbereite User, die auch wirklich sau viele Tutoriale schreiben. Tutorials oder wie man das auch immer nennt, Tutoriale schreiben, die ja, Anfängern helfen, wo ich zum Beispiel niemals den Nerv dazu hätte. Und da gibt es einfach so verdammt viele Leute, die helfen, die eigentlich nur helfen wollen und die jetzt nicht für irgendwelchen Profit oder so arbeiten. Genauso wie ich damals Gewinnspiele organisiert habe. Das habe ich auch nur gemacht für die Com und nicht irgendwie... Ich wurde deswegen Moderator, das muss ich sagen, das wusste ich aber davor nicht. Das heißt, gemacht habe ich das eigentlich nur, damit ich eben die Community eben bereichern kann. Außerdem hat mir die Monster Hunter Community eigentlich auch den Eintritt ins professionelle Gaming und allgemein, was heißt Gaming, allgemein ins Gaming Business eigentlich sozusagen geöffnet, weil dadurch ich habe ja relativ viel mit Capcom geschrieben. Und deswegen kam ich halt ins Gespräch mit Publishern und so und weiß jetzt auch eigentlich, wie das so abläuft bei Games. Ich war ja auch auf Gamescom, eben als Presse öfters. Und das wäre eigentlich ohne die Monster Hunter Community nicht möglich gewesen, hätten die mich nicht supportet. Und wäre da nicht dieser Anreiz da, die ganze Zeit bei Monster Hunter zu bleiben. Es ist... Einerseits bin ich bei Monster Hunter geblieben wegen Monster Hunter allgemein, das heißt wegen Zyperler, wegen X-Link, wegen Gaming allgemein, aber auch wegen der Com einfach. Das ist einfach, ich weiß nicht, das ist schwer zu beschreiben, wie die Com ist. Ich finde, ich kenne ja auch andere Foren, das heißt, ich bin auch schon bei anderen Foren angemeldet, aber ich finde die deutsche Monster Hunter Community, ich rede vor allem über die deutsche, ist irgendwie was ganz Besonderes. Also bis jetzt habe ich eigentlich noch nie so einen starken Zusammenhalt erlebt wie in der deutschen Monster Hunter Community. Und auch die ganzen Leute, die schon ewig dabei sind, wie lange die Leute schon dabei sind, wie viele Veteranen wir mit, also gut, Veteranen, manche möchten jetzt werden über diesen Punkt schmunzeln, aber wie viele Veteranen wir dabei haben, die immer noch weiterhin Neulingen helfen. Und das finde ich auf jeden Fall ganz toll. Auch Akanto Kriller zum Beispiel ist ein sehr gutes, positives Beispiel der Community. Er hat es eigentlich möglich gemacht, dass er eben Leuten zeigt, wie man das Spiel eigentlich spielt. Ohne Akanto Kriller, also mit Akanto Kriller lösen sich automatisch viele Fragen, weil es ist einfach ein großer Channel mittlerweile, sehr bekannt, der sich allen möglichen Problemen widmet. Er ist auch nicht größenwahnsinnig, ich spreche jetzt vor allem von Dave. Zum Beispiel, er beantwortet wirklich jede PN. Ich bin ja bei Akanto Kriller selber im Kanal drin und kann die PNs nachschauen und sehe, wie viele PNs das sind. Und persönlich hätte ich zum Beispiel, also bin ich ganz ehrlich, hätte ich nicht den Bock, so viele zu beantworten. Aber Dave macht das einfach mit einem Elan und das ist einfach ein wunderschönes, positives Beispiel wieder, wie hilfreich und wie hilfsbereit einfach die deutsche Com ist. Und
Ja, das kenne ich von anderen nicht zum Beispiel. Zum Beispiel COD ist einfach, ja, da sind ein paar Leute, die machen Commentaries, ein paar machen Montages, und ein paar machen vielleicht noch oder die Foren zum Beispiel, wenn ich mir COD-Foren anschaue, die sind so gesplittet einfach. Es gibt so viele COD-Foren und das finde ich auch ganz bemerkenswert an der deutschen Community. Wir sind in einem Forum, wirklich. Also es gibt natürlich Randforen, die mit ihren komischen 100 Membern rumgurken. Ja, was heißt komischen? Die halt mit 100 Membern rumgurken, gibt es. Unnötig aber, weil es gibt das große Monsterforum, das jetzt mittlerweile 25.000 User hat, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Verbessert mich ruhig, aber ich glaube, mittlerweile haben wir 25.000 Mitglieder. Und wir sind eigentlich, alle deutschen Monsterhunter sind eigentlich in dieser Com. Und wenn man was von irgendeinem will, dann schreibt mir ihn einfach monsterhunterforum.de an. Und ja, der schreibt meistens zurück, außer wenn ich angeschrieben werde, zum Beispiel, wie kriegt man Gravis Hirnstamm oder so. Das ignoriere ich mittlerweile, weil ich schreibe extra in mein Profil, ich beantworte keine Monsterhunter-Fragen etc. Und dafür ist das Forum da. Und da gibt es genügend hilfsbereite User, die eben genau dafür da sind, die eben euch beantworten. Wenn ich mir zum Beispiel, besonderes Beispiel ist zum Beispiel Coffee Prosecutor, der hat mit so einem Elan wirklich alle Monster Hunter Tri-Fragen beantwortet, der ist auch der größte Monster Hunter Tri-Spieler, den ich kenne. Und mit so einem Elan, hält er sich relativ zurück, aber trotzdem, also was der geleistet hat, das ist einfach Wahnsinn. Und ich find's einfach schön, dass vor allem, dass die deutsche Monster Hunter Community vereint ist auf ein paar YouTube-Channeln und eben vor allem auf monsterhunterforum.de. Und eben, dass eben so viele hilfsbereite User dabei sind. Und ich habe ihn getötet, wie ihr merkt. Und zwar in 11 Minuten. Und ja, das war's eigentlich so viel zu diesem Video. Habe jetzt vor allem eben, wie gesagt, monsterhunterforum.de beleuchtet und Akantokriller. Und das sind meiner Meinung nach die positivsten Seiten der Monster Hunter Forum Szene. Und ja, jetzt ist es unscharf. Unscharf. Immer noch unscharf. So, wieder scharf. Und ja, deswegen bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen und mein 3DS ist aus der Halterung geschlupft und jetzt ist er wieder drin. Und fürs nächste gibt es jetzt erstmal wieder keine Videos, das heißt die nächsten Tage, das heißt es gibt erst wieder nächste Woche ein Video. Das liegt daran, dass ich heute zum Snowboarden fahre, also das heißt bis Sonntag dann weg bin, ein bisschen Real Life wieder, wie gesagt, in letzter Zeit viel Real Life, jetzt aber mal wieder was Positives im Real Life. Und ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, schaut weiterhin Akantokriller, schaut weiterhin unsere Videos. Demnächst wird wieder ein Monster Hunter Try G Video folgen, und zwar aus der Stadt. Und ja, das nächste Mal melde ich mich zurück, wenn ich entweder irgendein besonderes Monster euch zeigen will oder wenn ich euch einfach die Stadt zeigen will oder den G-Rank zeigen will. Also, danke fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ich war's, euer Drago.